Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit der Frage fortfahren, wie zuverlässig die Bibel ist. Wir hatten uns ja in der letzten Sendung bereits mit Schriften aus dem Alten Testament beschäftigt und hatten gesehen, dass viele der Schriften im Neuen Testament mit Autorität zitiert worden sind. Selbst Jesus Christus nach seiner Auferstehung hat seine Jünger aus den Schriften des Alten Testamentes gelehrt, sie als autoritativ anerkannt und hat ihnen gezeigt, wie die alttestamentlichen Schriften auf ihn hindeuteten. Jesus Christus hat deutlich gemacht damals, dass die hebräische Bibel, wie wir sie heute noch kennen, unterteilt war in drei Sektionen, in das Gesetz, in die Propheten und in die Psalmen oder die Schriften. Und er hat sie als eben verbindlich anerkannt. Und die Bibel hat uns auch gezeigt, dass es den Juden übertragen worden war, die Schriften des Alten Testamentes zu bewahren. Ich hatte in der letzten Predigt die Frage gestellt, wenn dem so ist, warum dann die Aversion gegen das Alte Testament? Nun, einzig und allein deshalb, weil viele heute meinen, Christus sei gekommen, das Alte Testament, das Gesetz, abzuschaffen. Aber Christus hat das Gegenteil gesagt. Er sagte, ich bin nicht gekommen, abzuschaffen. Ich bin gekommen, zu erfüllen. Mit dem eigentlichen Sinngehalt anzufüllen. Schauen Sie, wenn wir uns heute von der Bibel wegbewegen und wenn wir uns auf das Wort von Menschen verlassen, dann können wir mit einem Haus verglichen werden, das auf Sand gebaut ist. Nicht auf Stein, nicht auf Fels. Wie Christus sagte, wer sein Haus auf den Fels baut, auf ihn selbst, auf Jesus Christus, wenn dann Anfechtungen kommen, der wird dann nicht aufgeben. Aber jemand, der sein Haus auf Sand baut, wenn dann die Stürme kommen, die Winde wehen und so weiter und die Wellen an dieses Haus schlagen, dann wird dieses Haus einstürzen, weil es ja kein festes Fundament hat. Die Frage, die sich immer wieder stellt, ist natürlich folgende. Zunächst einmal, kann man überhaupt auf das Wort der Bibel sich einlassen? Kann man darauf Vertrauen haben? Kann man daran glauben? Und dann natürlich die zweite Frage, wenn man es nicht kann, auf was will man sich dann verlassen? Menschen haben behauptet, dass sie die Autorität erhalten hätten von Gott, das, was in der Bibel steht, zu ändern. Und so gibt es natürlich religiöse Organisationen, die das klar und deutlich zum Ausdruck bringen. Gerade hier in Amerika wird zurzeit viel über den Mormonismus diskutiert. Es ist ja Mitt Romney, der versucht, Präsident des amerikanischen Volkes zu werden. Und er ist ja bekannterweise ein Mormone. Und viele der katholischen und evangelischen Christen wurden befragt und haben gesagt, ja, sie würden niemals einen Mormonen wählen, weil der Mormonismus mit der Bibel nicht im Einklang steht. Das Buch Mormon zum Beispiel ist ja bekannt dafür, dass es gewisse Aussagen der Bibel in andere Ideen verpflanzt hat. Interessant ist nur, dass es sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche sind, die ja nun auch gewisse Aussagen der Bibel verändert haben. Das Buch Mormon zum Beispiel sagt uns deutlich, dass wir den Sabbat nicht mehr halten bräuchten, dass er durch den Sonntag ersetzt worden sei. Die Bibel sagt davon nichts, aber auch die katholische und evangelische Kirche sagen das Gleiche. Ist das nicht in gewisser Weise inkonsequent? Wir diskutieren auch viel zurzeit über den Islam. Nun, wussten Sie, dass der Islam zum Beispiel die Person von Jesus Christus als den Sohn Gottes total ablehnt, dass der Islam behauptet, Jesus Christus sei nicht göttlich gewesen, er habe nicht vor seiner Geburt als Mensch existiert, dass er die Kreuzigung und Auferstehung total ablehnt, dass er zwar behauptet, dass Christus zurückkommen wird, oder Jesus, wenn der Mahdi erschienen ist, und dass er dann zusammen mit dem Mahdi den Islam über alle Welt als die einzig selig machende Religion einsetzen wird, aber dann wird er 40 Jahre später sterben. Und dann wird er in Medina begraben, neben dem Grab des Mohammed. Und der Islam sagt uns auch, dass wer daran glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war, dass er Gott ist, der begeht die unvergebbare Sünde. Die einzige unvergebbare Sünde, gemäß dem Islam. So, wenn man also diese unvereinbaren Gegensätze sich anschaut, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, wieso will man dann überhaupt zu einem Punkt gelangen, wo also Christen mit
denen, die dem Islam angehören, zusammen Gottesdienste begehen. Schauen Sie, die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist. Und der Islam sagt uns, dass wer das glaubt, die unvergebbare Sünde begeht. Wem wollen wir glauben? Auf welchem Fundament wollen wir stehen? Nun, einige von uns haben, oder einige von Ihnen haben uns geschrieben, entweder an mich persönlich oder auch an unsere Webseite auf Posten stehen und haben sehr wichtige und ernstzunehmende Fragen gestellt. Und ich möchte jetzt im Verlauf der heutigen Predigt, aber auch dann in zukünftigen Predigten auf diese Fragen eingehen und sie detailliert beantworten. Fragen wie zum Beispiel, gibt es eine Hölle? Ich habe in der letzten Predigt angedeutet, dass eine Hölle, wie sie im sogenannten Christentum gelehrt wird, keineswegs gibt, jedenfalls nicht gemäß der Bibel. Und einige haben dann natürlich die Frage gestellt, ja, aber spricht nicht das Buch der Offenbarung von einem feurigen Pfuhl? Das Buch der Offenbarung spricht in der Tat davon. Aber jemand von Ihnen hat die richtige Antwort bereits schon gegeben, indem er gesagt hat, ja, aber dieser feurige Pfuhl, der wird nicht für alle Ewigkeit brennen. Er hat dies deutlich mit dem Feuer in Verbindung gebracht, das damals Sodom und Gomorra zerstört hat. Aber dieses Feuer ist ausgegangen, nachdem alles das, was zerstört werden sollte, zerstört wurde. Und ich werde in einer zukünftigen Predigt näher auf das Konzept der Hölle eingehen, dieses feurigen Pfuhls. Es geht keineswegs darum, dass Menschen für alle Ewigkeit in diesem feurigen Pfuhl leiden müssen. Sie werden in diesem feurigen Pfuhl verbrannt werden, wenn sie die unvergebbare Sünde begangen haben. Die meisten Menschen heute haben die unvergebbare Sünde keineswegs begangen. Aber einige werden sie begehen oder haben sie auch schon begangen und werden dann verbrannt werden. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Sonst wäre ja auch die Barmherzigkeit Gottes sehr in Frage zu stellen, wenn man sich das richtig so vorstellen würde. Aber schauen Sie, andere haben jahrhundertelang gelehrt, dass es einen Limbo gibt. Also jetzt nicht ein Fegefeuer, diese Zwischenstufe zwischen Himmel und Hölle angeblich, sondern einen Limbo. Ein Limbo war also ein Zustand, wo man nicht so recht wusste, was eigentlich jetzt geschehen würde. Und er war auf Babys hin erstreckt worden. Mit anderen Worten, Babys, die schon im frühen Alter gestorben sind. Und man meinte, ja, also in den Himmel können die nicht, aber in die Hölle sollten sie auch nicht, ins Fegefeuer auch nicht. So hat man also das Konzept des Limbo erfunden. Und Jahrhunderte hinweg haben Menschen, Eltern an dieses Konzept geglaubt, bis jetzt die katholische Kirche gesagt hat, ja, aber den Limbo, den gibt es ja gar nicht. Das war so eine Erfindung des Menschen und das muss also jetzt abgeschafft werden. Schön und gut, den Limbo gibt es tatsächlich nicht, aber viele haben Jahrhunderte hinweg daran geglaubt, haben sich auf die Autorität eines Menschen verlassen, der dies verkündigt hat. Auf welche Autorität verlassen Sie sich? Und wenn Sie sich auf die Autorität der Bibel verlassen wollen, dann wieso können Sie so sicher sein, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist? Gottes unfehlbares, inspiriertes Wort. Wie zum Beispiel einige mir die Frage gestellt haben, ja, sie sagen, es gibt keine unsterbliche Seele, denn laut Bibel gibt es die ja nicht. Die Bibel sagt, die Seele, die sündigt, sie soll sterben. Und auch da werde ich noch in weiteren Predigten detailliert darauf eingehen. Und dann schrieb mir jemand, ja, aber ich habe immer geglaubt, wenn ich sterbe, dann geht meine unsterbliche Seele sofort in den Himmel. Nun, damit gibt es zwei Probleme. Zunächst einmal sagt Christus, niemand fährt gern Himmel. Es sei denn der Menschensohn, der aus dem Himmel herabgekommen ist. Und Petrus sagt später, David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der im Reich Gottes sein wird, eine hohe Position im Reich Gottes einnehmen wird, Petrus sagt, der ist nicht gen Himmel gefahren. So, also wem wollen Sie glauben? Dem, was Christus sagt, dem, was Petrus sagt, oder dem, was Menschen erfunden haben? Die Menschen werden, wenn sie gestorben sind, auferweckt werden. Die Auferstehung von den Toten ist die Hoffnung des Menschen. Nicht die Idee, dass eine unsterbliche Seele in den Himmel kommt oder in die Hölle oder ins Fegefeuer. Und da sagten einige oder sagte jemand, ja, aber wenn das der Fall ist, dann muss ich ja lange darauf warten, bis ich auferweckt werde. Ich habe gedacht, ich komme sofort nach meinem Tod in den Himmel. Schauen Sie, wenn ein Mensch stirbt, dann hört sein Bewusstsein auf. Und im nächsten Augenblick, in dem nächsten Bruchteil seiner Sekunde, möchte ich einmal sagen, kommt er wieder erneut zu Bewusstsein, nämlich dann, wenn er auferweckt wird von den Toten. Also viele Jahre mögen vergangen sein nach dem Tod des Menschen, aber was den Menschen anbelangt, für ihn wird es so sein, als ob er im nächsten Bruchteil seiner nächsten Sekunde auferweckt wird. Also er muss nicht lange warten in diesem Sinne,
sondern er schläft ein, und der Tod wird ja mit einem Schlaf verglichen in der Bibel, und wacht wieder auf, wird wieder auferweckt aus seinem Schlaf. Für den Menschen, der stirbt, ist der Tod eine sehr kurze Zeitspanne. Schauen Sie, wir haben zurzeit die Situation, dass mein Schwiegervater dem Tod entgegensieht. Wenn er einschläft, er wird im nächsten Bruchteil seiner Sekunde, seines Bewusstseins, wieder auferweckt. Mein Vater starb vor ungefähr 7 Jahren. Er liegt schon seit 7 Jahren tot im Grab. Er wird im nächsten Bruchteil der Sekunde seines Bewusstseins wieder auferweckt. Schauen Sie, diejenigen, die zurückbleiben, die Überlebenden, das sind die, die Leid tragen. Und das ist sehr natürlich. Christus hat geweint, als er im Grab von Lazarus stand. Er wusste, er würde ihn im nächsten Augenblick auferwecken. Aber er hat gleichwohl Leid getragen, weil er das Leid seiner Verwandten sah oder der Verwandten des Lazarus und der Freunde. Es ist natürlich, Leid zu tragen, wenn jemand, ein geliebter Mensch, stirbt. Aber wir sollten auch daran denken, dass es für diesen geliebten Menschen eine Erlösung vielleicht von seinen Qualen ist, wenn er leiden muss. Denn im nächsten Bruchteil der Sekunde seines Bewusstseins wird er geheilt, auferweckt. Das sagt die Bibel. Glauben Sie dem oder glauben Sie dem, was Menschen so sagen, die gar nicht so recht wissen, was geschehen wird, wenn ein Mensch stirbt? Meinen Sie, das ist sehr erholsam und sehr ermutigend zu meinen, dass jemand, der stirbt, der vielleicht nicht so ganz heilig gewesen ist, dass er zunächst einmal in eine Hölle kommt oder in ein Fegefeuer? Was für eine Lehre der Barmherzigkeit Gottes ist denn das? Nun, wir möchten uns heute ein wenig mit den neutestamentlichen Schriften befassen. Wir hatten bereits gesehen, dass im Alten Testament sehr viel gesagt wird, was im Neuen Testament als das Wort Gottes bezeichnet wird. Wie verhält es sich mit dem Neuen Testament? Wie können wir Vertrauen haben darauf, was dort gesagt wird? Und wer hat eigentlich das Neue Testament kanonisiert? Wieso ist das heilig? Wieso ist auch das heilige Wort Gottes? Ist das lediglich die Autorität gewesen, die so von Menschen gekommen ist, die darüber diskutiert haben, welches Buch nun im Neuen Testament stehen soll und welches nicht? Schauen wir uns zunächst einmal an, was der Apostel Johannes geschrieben hat. Es war der Apostel, den Christus ganz besonders liebte. Es war der Apostel, zu dem Christus gesagt hat, als er am Kreuz hing, siehe, das ist deine Mutter. Und Johannes hat dann sich um die Mutter Jesu Christi, um Maria, gekümmert, wie uns das die Tradition sagt. In Johannes Kapitel 20 lesen wir angefangen in Vers 30 die Worte des Johannes. Er sagt, nachdem er dieses Buch, dieses Evangelium des Johannes geschrieben hat, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Christus oder dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Schauen Sie, es gibt keinen anderen Weg zum Heil, zum ewigen Leben, als durch Jesus Christus. Alle, die dies ablehnen, die mögen noch so gutgläubig und überzeugt sein von dem, was sie glauben, befinden sich im Irrtum, wenn sie dem glauben wollen, was die Bibel lehrt. Also Johannes hat dies alles niedergeschrieben, damit die Leser zum Glauben kommen sollen an Jesus Christus, den einzigen Weg zum Heil. In Lukas Kapitel 1 lesen wir, wie Lukas seinen Bericht einleitet. Lukas war ja ein Arzt, der sehr dafür bekannt war, dass er ganz gewissenhaft war in seinen Nachforschungen. Und so schreibt er auch in Lukas Kapitel 1, angefangen in Vers 1, warum er diesen Bericht geschrieben hat. Und er schrieb ihn an einen Heiden, der zum Glauben gekommen war. Und er will ihm noch weiter diesen Glauben bestärken. Und so schreibt er hier in Lukas Kapitel 1, angefangen Vers 1, viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. Also Lukas beruft sich auf die Augenzeugen dessen, was geschehen war. Vers 3, so habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundigt habe,
es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Also er will sein Fundament des Glaubens noch verstärken. Und nachdem er dies getan hat, hat er dann das Buch der Apostelgeschichte geschrieben. Derselbe Lukas. Und schauen wir uns an, wie er die Apostelgeschichte einleitet. In Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Da sagt er den ersten Bericht, also den Bericht, den wir im Evangelium des Lukas finden. Den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Vers 3. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen von dem Reich Gottes. Also er berichtet davon, dass Christus auferweckt wurde, dass er noch 40 Tage bei seinen Jüngern war, als der auferweckte Jesus Christus, hat denen wiederum noch mehr über das Reich Gottes berichtet und ist dann natürlich in den Himmel gefahren, wie wir das alles in der Apostelgeschichte lesen. Aber Lukas schreibt, das habe ich jetzt hier alles selbst erlebt und ich berichte dir jetzt, was ich erlebt habe. Und vieles, was dann in der Buch der Apostelgeschichte steht, geht eindeutig auf das eigene Geschehen zurück, das Lukas selbst erlebt hat. Und dann schreibt er auch natürlich von anderen, die ihm diese Dinge mitgeteilt haben. Also das sind die Ansprüche, die hier gemacht werden. Dass dies also Berichte sind, die auf Augenzeugen beruhen. Keine Erfindungen, keine Ideen, die man sich so zusammengereimt hat. Es wurden auch viele Briefe geschrieben. Paulus hat, wie wir wissen, sehr viele Briefe geschrieben. Aber diese Briefe, obwohl sie an gewisse Gemeinden gerichtet waren, waren nicht nur alleine für diese Gemeinden bestimmt. Die wurden weitergeleitet. Die wurden auch von anderen gelesen. Schauen wir uns Kolosser Kapitel 4 an. Kolosser Kapitel 4 und Vers 16. Es würde also sehr schwer geworden sein, jetzt gewisse Dinge verfälschen zu wollen. Denn die wurden allgemein bekannt. Kolosser Kapitel 4 und Vers 16, da heißt es, dass Paulus sagt zu den Kolossern, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Also er war darum bemüht, dass diese Briefe, die er schrieb, von der gesamten Kirche, den gesamten Gemeinden gelesen würden. Im 1. Thessaloniker Kapitel 5, 1. Thessaloniker Kapitel 5, lesen wir Vers 27. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass ihr diesen Brief lesen lasst vor allen Brüdern, sagte hier zu denen in Thessalonika, in Thessalonich. Es war ihm darauf bedacht, weil es ja Briefe gab, die angeblich von ihm kamen, wie er sagt, die aber Fälschungen waren, dass seine Briefe von allen gelesen würden, dass die wissen sollten, was Paulus schrieb. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und in Vers 15. So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort oder Brief von uns. Auch hier wiederum macht er bedeutsam klar, dass die Briefe, die er schrieb, die, wie wir noch sehen werden, dann autorisiert worden sind, dann beibehalten werden sollten, dass man daran glauben sollte, dass man die dann auch befolgen sollte, was da drin geschrieben stand. Petrus sagt das Gleiche im 2. Petrus Kapitel 3. 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. 2. Petrus Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Da sagt ihr, darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr von ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet und die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis.
Also Paulus sagt hier so, oder vielmehr Petrus sagt hier so einiges über die Schriften des Paulus. Zunächst einmal behandelt er die Briefe des Paulus als Schriften, heilige Schriften. Und er sagt, diejenigen, die aber ungefestigt sind, die verstehen nicht so ganz genau, was der Paulus hier sagt, und die verdrehen seine Lehre, wie sie auch die anderen heiligen Schriften verdrehen. Das sollte uns ein wenig nachdenklich stimmen. Viele heute benutzen gerade die Aussagen des Apostel Paulus, um gewisse Lehren zu verkünden. Reißen aus dem Zusammenhang, was Paulus schrieb. Sagen zum Beispiel, Paulus hat geschrieben, das Gesetz Gottes muss heute nicht mehr gehalten werden. Wohingegen Paulus sagt, das Gesetz Gottes ist heilig und recht und gut. Aber sie verdrehen die Aussagen des Paulus zu ihrer eigenen Verdammnis, sagt Petrus. Und wiederum, auch das ist sehr wichtig zu beachten. Im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel des Neuen Testamentes, lesen wir angefangen Vers 10 im ersten Kapitel folgende bemerkenswerte Aussage. Der Johannes, wiederum der Jünger, den Christus besonders lieb hatte, wie wir wissen, der wurde ja auf die Insel Patmos verbannt, im hohen Alter. Und als er auf dieser Insel war, da wurde ihm eine Vision gegeben, die von Gott dem Vater stammte, die an Christus weitergegeben wurde, der sie an einen Engel weitergab, der diese Vision an Johannes weitergab. Und Johannes schrieb all das auf, was er sah, diese Vision. Und in Johannes Kapitel 1 und Vers 10, da heißt es, ich wurde vom Geist ergriffen, am Tag des Herrn. Und jetzt sagen einige, aha, der war also hier am Sonntag, und da hat er dieses alles niedergeschrieben. Schauen Sie, die Bibel sagt nirgendwo, dass der Sonntag der Tag des Herrn sei. Das wird nirgendwo behauptet. Der Tag des Herrn ist noch nicht einmal ein besonderer Tag. Der Tag des Herrn ist eine Zeitspanne. Eine Zeitspanne, die mit dem Eingreifen Gottes in dieses Weltgeschehen beginnt, so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und was Johannes hier schreibt im gesamten Buch der Offenbarung, bezieht sich auf diese Ereignisse, die so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Jesu Christi beginnen werden. Und er hat natürlich gewisse Rückblenden in seiner Erzählung, um zu zeigen, wie gewisse Dinge zustande gekommen sind. Darum geht es. Er wurde vom Geist ergriffen, um zu sehen, was in der Zeitspanne geschehen würde, die so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen würde. Damit ist der Tag des Herrn gemeint, kein Wochentag. Wenn ein Wochentag damit gemeint wäre, dann wäre es in der Tat der Sabbat. Denn was hat Christus gesagt? Ich bin der Herr des Sabbats. Er hat nirgendwo gesagt, ich bin der Herr des Sonntags. Also wenn Sie der Bibel glauben wollen, dann haben Sie keinerlei Grundlage, heute den Sabbat nicht mehr zu halten. Aber hier sagt Johannes, ich wurde vom Geist ergriffen am Tage des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch. Und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und wir kennen ja alle die Sendschreiben des Johannes an die sieben Gemeinden. Scheinbar ist es so, dass es verschiedene Kopien dieses Buches geben sollte. Nicht nur ein Buch, sondern möglicherweise sieben Kopien, die an die sieben Gemeinden geschickt werden sollten. Um eben sicherzustellen, dass da kein Irrtum, keine Verfälschung entstehen würde im Hinblick auf das, was Johannes hier niederschreiben würde. Christus sagte uns, wie wir das in der letzten Predigt gesehen haben, dass er die Worte Gottes sprach und dass Gottes Worte wahr sind. Aber er sagte uns noch weitaus mehr. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 5 an und Vers 17. Und ich möchte dies in der guten Nachricht einmal lesen. Matthäus Kapitel 5 und in Vers 17. Ich bin bereits eben auf diese Stelle ein wenig eingegangen, weil einige behaupten, Christus sei gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Schauen Sie, wie die gute Nachricht Matthäus 5 und Vers 17 übersetzt. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz des Mose und die Lehren der Propheten abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen, um sie abzuschaffen, sondern um ihnen ihren wahren Sinn zu geben. Und dieser wahre Sinn,
der bezog sich zum Beispiel nicht nur auf das buchstäbliche Halten der 10 Gebote zum Beispiel, sondern auch auf den Sinngehalt, der dahinter steckte. Christus sagte, ja, es ist euch gesagt worden, ihr sollt nicht Ehe brechen. Das ist eins der 10 Gebote. Christus sagte, ja, aber wenn ihr bereits eine Frau anseht mit lüsternen Augen, also um in Gedanken Ehebruch zu betreiben, dann sagt er, dann habt ihr bereits mit der schon Ehebruch betrieben in eurem Herzen. Er sagt, ja, es ist euch gesagt worden, ihr sollt nicht töten. Wiederum eins der 10 Gebote. Ich aber sage euch, wenn ihr schon bereits jemanden hasst, hasst es ja die Vorstufe des Mordes, dann habt ihr bereits das Gebot übertreten. Schauen Sie, nicht, dass er gekommen sei, es abzuschaffen, im Gegenteil. Er hat es nicht nur bekräftigt, er hat sogar noch weitere Erklärungen abgegeben, wie die 10 Gebote zu halten sind. Aber wie gesagt, viele, die die Bibel lesen, verdrehen die Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. In Matthäus 7 lesen wir Vers 12. Auch wiederum möchte ich dies aus der guten Nachricht vorlesen. Matthäus 7 und Vers 12. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Das ist der Inhalt des Gesetzes und die Lehre der Propheten. Hört sich nicht so an, als ob er gekommen sei, um den Inhalt des Gesetzes und der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil. Was er sagt ist, wenn ihr zum Beispiel niemanden tötet, dann behandelt ihr den anderen so, wie ihr von denen behandelt werden wollt, denn ihr wollt ja von denen auch nicht getötet werden. Und. Also wiederum, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wem wollen wir glauben? Denen, die uns weismachen wollen, man braucht heute die 10 Gebote nicht zu halten. Und es geht letztendlich ja gar nicht um die 10. Es geht ja an sich nur so um 8 herum. Möglicherweise 2 sollen dann abgeschafft sein, denn die anderen, die akzeptieren ja alle, die sich zum Christentum bekennen. Aber den Sabbat, den will man nicht akzeptieren. Und in gewissen Kreisen will man auch nicht akzeptieren, dass man sich keine Statuen machen soll von Heiligen oder von Gott oder von Christus und die dann anbeten soll. Auch eins der 10 Gebote, die dies klar und deutlich verbieten. Wiederum machen Sie sich klar, was Sie glauben wollen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 24 an, jetzt wieder zurückgehen auf die Lutherbibel. Matthäus Kapitel 24 und in Vers 35. Und worauf es mir heute ankommt, ist nicht nur, um Ihnen zu zeigen, dass die Schriften des Neuen Testamentes wie die Schriften des Alten Testamentes göttlich inspiriert sind, unabänderliche Gültigkeit haben, sondern um ihnen auch Trost und Hoffnung zu geben aus dem, was die Bibel uns sagt. Wie zum Beispiel, was mit einem Menschen geschieht, wenn er stirbt. Wie zum Beispiel, wie man Vergebung von seinen Sünden erlangen kann. Wie man ewiges Leben erhalten kann. Die Bibel gibt uns diese Hoffnung. Das, was uns Menschen sagen, aufgrund ihrer eigenen Autorität geschützt, das ist manchmal sehr hoffnungslos. In Matthäus Kapitel 24 und Vers 35, da sagt er, Himmel und Erde werden vergehen. Und die Bibel zeigt uns, dass diese physische Welt einmal aufhören wird zu existieren. Dann nämlich, wann alles zu Geist werden wird, wie es einmal Geist war. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Meine Worte, sagt Christus, werden nicht vergehen. Er sagt uns also, dass seine Worte bewahrt werden würden. Und was waren seine Worte? Das, was er alles gesagt hat. Und vielfach hat er aus dem Alten Testament zitiert. Das ist also mit beinhaltet. Die Worte des Alten Testamentes würden nicht vergehen. Die Worte des Neuen Testamentes würden nicht vergehen. Schauen Sie, Christus ist das Wort Gottes. Es heißt im Johannesevangelium, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, dem Vater. Und Gott war das Wort, oder das Wort war Gott. 2 Mitglieder der Gottfamilie. Er ist das lebendige Wort Gottes. Wenn er zurückkommt, wie das Buch der Offenbarung uns dies beschreibt, heißt er nach wie vor das Wort Gottes. Und er sagt, meine Worte, das, was ich gesagt habe, werden niemals vergehen. Und er sprach die Worte, die ihm sein Vater eingab. Er musste also einen Weg finden, damit seine Worte bewahrt werden würden. Denn wie kann er das hier sagen? Meine Worte werden nicht vergehen. Es sei denn, sie würden niedergeschrieben. Es sei denn, sie würden heute für uns zugänglich sein. Im 1. Petrusbrief, im 1. Kapitel. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 22 bis 25. Da sagt Petrus,
habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit. Oh, Gehorsam? Wird uns heute nicht gelehrt, dass man nicht mehr gehorchen muss, dass es sowas wie Gehorsam gar nicht mehr gibt, dass es nur noch notwendig ist, Jesus Christus, unseren Heiland, anzunehmen, indem man sagt, ja, ich glaube an Jesus? Die Bibel beansprucht das absolute Erfordernis des Gehorsams. Wenn wir die Schriften lesen und ihr nicht gehorsam sind, dann haben wir keine Zukunft. Christus sagt zu denen, die zu ihm kommen werden, ja, Herr, Herr, er sagt zu denen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr, die ihr ungehorsam seid, die ihr das Gesetz übertretet, die ihr nicht den Willen Gottes des Vaters tut. Schauen Sie, es geht hier um den Gehorsam der Wahrheit. Deswegen spricht Paulus auch vom Glaubensgehorsam. Er spricht davon, dass damals in der neutestamentlichen Kirche sogar Priester zum Gehorsam des Glaubens kamen. Und so sagt er hier, habt ihr eure Seelen gereinigt, das ist jetzt Petrus, im Gehorsam der Wahrheit, zu ungefärbter Bruderliebe, so habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Denn ihr seid wieder geboren, besser wieder gezeugt, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also auch hier sagt er das Gleiche, was Christus gesagt hat. Die Worte Christi werden nicht vergehen. Sie bleiben. Es geht hier um das lebendige Wort Gottes. Lesen wir weiter in Vers 24. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen. Wir alle werden einmal sterben. Aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit, sagt Petrus. Und dann zitiert er sogar aus dem Alten Testament, Jesaja Kapitel 40, die Verse 6 bis 8. Und er sagt, das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Also Petrus sagt hier den Gläubigen, das Wort, das ihr von uns gehört habt, das ist Gottes Wort, das in Ewigkeit bleibt. In Ewigkeit bedeutet nicht nur zur Zeit des Petrus, es bedeutet, dass wir heute Zugang haben müssen zu dem Wort Gottes, das damals verkündigt worden ist, wenn diese Schriftstelle auf Wahrheit beruht. Er sagt, dass das Wort lebendig ist. Schauen Sie, Paulus sagt uns das gleich im Hebräerbrief, Hebräer Kapitel 4. Und in Vers 12, Hebräer Kapitel 4 und Vers 12, da sagt er, denn das Wort Gottes, von dem wir bereits schon gelesen haben, ist lebendig. Nicht etwas Totes, es ist nicht irgendetwas, was hier so in diesem Buch geschrieben steht, das also keinerlei Bedeutung mehr für uns hat. Er sagt, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Jedes Mal, wenn Sie etwas in der Bibel lesen und Sie bemerken, dass Sie nicht das tun, noch nicht einmal so denken, wie das Wort Gottes es Ihnen sagt, dann richtet Sie dieses Wort. Und interessant ist auch, dass Christus das Gleiche sagen würde und gesagt hat. Es ist das Wort, das er geredet hat, das uns richten wird. Und so sagt Paulus das Gleiche. Es ist ein Richter der Gedanken und der Sinne des Herzens. Nun, das bedeutet, wir sollen uns dann auf den richtigen Weg bewegen. Es geht ja nicht um Verdammnis notwendigerweise. Es geht darum, wir erkennen, dass wir auf einem falschen Wege sind, dass wir etwas Falsches getan haben oder gedacht haben. Und wir sollen also jetzt, wie die Bibel sagt, umkehren. Das bedeutet, man soll eben das Falsche aufgeben und das Richtige tun. Und er sagt, und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen. Also wir meinen vielleicht, weil es nur in unseren Gedanken geschieht, dass kein anderer davon weiß. Nun, Gott weiß es. Gott kennt ihre Gedanken. Er kennt jeden ihrer Gedanken. Und er sagt hier durch den Apostel Paulus, kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Schauen Sie, letztendlich wird es dazu kommen, dass wir Rechenschaft geben müssen von dem, was wir gesagt haben, gedacht haben, getan haben. Was sagt Christus? Ihr werdet über jedes eitle Wort, das aus eurem Munde gekommen ist,
Rechenschaft ablegen müssen. Deswegen ist es notwendig, dass wir heute, wenn wir dies erkennen, dies bereuen, sodass unsere Sünden vergeben werden können, sodass wir eben jetzt schon, die wir unter dem Gericht sind, die Strafe für Sünde ablegen können. Und wie gesagt, dies kann nur geschehen dadurch, dass man das Opfer Jesu Christi anerkennt und begreift, dass er für uns, für unsere Sünden gestorben ist, sodass wir nicht sterben brauchen, sodass wir das ewige Leben erhalten können, ererben können, erlangen können. Wir haben es noch nicht. Wir haben noch keine unsterbliche Seele in uns. Die Seele ist sterblich. Aber Christus bietet uns das ewige Leben als ein Geschenk an, wenn wir dem gehorsam sind, wenn wir das akzeptieren wollen, was er uns sagt. Kehren wir zu Johannes Kapitel 12 zurück. Johannes Kapitel 12, angefangen in Vers 48. Johannes Kapitel 12 und angefangen in Vers 48. Auch hier wiederum, wenn wir uns an das halten wollen, was uns Christus sagt, den Begründer des Christentums, dann sollen wir dies sehr ernst nehmen. Er sagt hier in Johannes Kapitel 12, Vers 48, wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tag. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darauf kommt es an. Christus sagt, wer das tut, wer das glaubt, wer das befolgt, was ich sage, wird er das ewige Leben erhalten. Er fährt fort, darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Gott, der Vater, der ihn gesandt hat, ihn, das Wort Gottes, der das aussprach, was der Vater ihn aussprechen lassen wollte. Schauen Sie, auch hier wiederum wird deutlich, das Wort Gottes muss bewahrt werden. Wenn es nicht bewahrt werden würde durch die Jahrhunderte hinweg, wie soll es uns dann richten können am jüngsten Tag? Im 1. Thessalonikerbrief lesen wir Kapitel 2. 1. Thessaloniker Kapitel 2 und lesen wir Vers 13. 1. Thessaloniker Kapitel 2 und Vers 13. Da heißt es, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Also Paulus erhebt den Anspruch, dass das, was er gelehrt hat, dass das, was er geschrieben hat und was die anderen Apostel gelehrt haben und geschrieben haben, nicht nur Menschenwort war, sondern das Wort Gottes. Dasselbe Wort, das bewahrt werden würde, das uns richten würde im Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes. Und auch im Titusbrief sagt uns Paulus im 1. Kapitel, angefangen in Vers 7, er spricht hier über die Erfordernisse eines Menschen, der zum Predigeramt berufen werden soll. Und er sagt hier in Vers 7, denn ein Bischof, und ein Bischof, das hat an sich nur die Bedeutung von einem Prediger, einem Vorsteher der Gemeinde, der soll untadelig sein als ein Haushalter Gottes. Vers 9, er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen, mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. Also ein Prediger Gottes muss das Wort Gottes kennen. Er muss die Lehre Gottes kennen. Er muss sie akzeptieren. Er muss sie als die Wahrheit Gottes anerkennen. Er muss sie gebrauchen, um andere damit zu ermahnen oder auch zurechtzuweisen, wenn sie dem nicht glauben wollen, was dort geschrieben steht. Auch hier wiederum wird es deutlich, dass das Wort Gottes bewahrt werden würde. Und zwar in diesem Falle jetzt von Predigern Gottes, die das Wort bewahren, die das Wort weitergeben würden, bis hin zur Wiederkunft Jesu Christi. Christus hat ja gesagt, meine Kirche wird für ewig bestehen bleiben. Die Pforten der Hölle, die Pforten des Todes, werden sie nicht überwinden können.
Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ich werde mit euch sein und bei euch sein und euch Kraft geben bis zum Ende der Tage. Und nicht nur würde er dies tun, er würde auch zusehen, dass sein Wort bewahrt werden würde in seinen Predigern, in seiner Kirche. Und so lesen wir im 1. Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. 1. Johannes Kapitel 2 und die Verse 3 bis 5. Und daran merken wir, sagt Johannes wiederum, dass wir ihn kennen. Daran merken wir, dass wir Gott kennen, wenn wir seine Gebote halten. Also nicht, wenn wir seine Gebote als abgeschafft erklären, wenn wir lehren, dass man die Gebote Gottes nicht mehr halten muss. Daran erkennen wir Gott keineswegs. Sondern Johannes sagt uns das genaue Gegenteil von dem, was heute so allgemein gelehrt wird. Johannes sagt, daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Aber er fährt weiter fort, noch etwas Gewichtigeres zu sagen. Und diejenigen, die uns heute lehren, Gottes Gebote seien abgeschafft, die schreiben sich das besser hinter ihre Ohren. Vers 4. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Ich brauche dem eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Wenn jemand heute zu Ihnen kommt und sagt, die Gebote Gottes sind abgeschafft, darum braucht man sich nicht mehr zu kümmern. Johannes sagt, wer das sagt, der lehrt die Wahrheit nicht. Der ist ein Lügner. Er lügt, weil er nicht das lehrt, was Gott lehrt. Und er sagt in Vers 5, wer aber sein Wort hält, auch hier wiederum deutlich, dass das Wort Gottes bewahrt werden wird. Wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen. Die Liebe Gottes. Schauen Sie, heute wird viel von Liebe gesprochen. Und Liebe wird dann fälschlich so verstanden, dass es keine Bestrafung gibt. Dass Gott nicht straft. Aber Christus sagt, wenn ich lieb habe, den weise ich zurecht. Warum? Aus Liebe. Damit wir zur Wahrheit Gottes gelangen können, damit wir das ewige Leben erhalten können. Was ist Liebe? Die Liebe Gottes ist definiert als das Halten der Gebote. Er sagt, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wie viel deutlicher kann dies zum Ausdruck gebracht werden? Und warum glauben wir dem nicht, was hier so klar und deutlich geschrieben steht? Im Buch der Offenbarung lesen wir im 3. Kapitel. Offenbarung Kapitel 3 und in Vers 8. Da sagt Christus zu der Gemeinde in Philadelphia. Und Philadelphia heißt, wörtlich übersetzt, brüderliche Liebe. Er sagt in Vers 8, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Also hier sagt er zu der Gemeinde in Philadelphia, zu der damaligen Gemeinde, die existiert, aber es geht auch um einen Aspekt der Kirche Gottes in der heutigen Zeit. Die haben das Wort Gottes bewahrt. Nun, wenn sie es bewahrt haben, bedeutet dies, dass es existieren muss. Dass wir Zugang haben können zu dem Wort Gottes. Nicht nur das. In Offenbarung Kapitel 20 lesen wir in Vers 4. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 4. Es geht hier um die Auferstehung der Gerechten, wenn Jesus Christus zurückkommt. Die erste Auferstehung, von der vielfach gesprochen wird, auch im Buch von Korinther und Thessaloniker und so weiter. Schauen Sie, wie die Auferstandenen, die also jetzt auferstehen werden, die in Christus gestorben sind, wie die hier beschrieben werden. Offenbarung 20 und Vers 4. Ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen wurde das Gericht übergeben. Die Bibel sagt uns deutlich, dass diejenigen, die in Christus gestorben sind und dann auferweckt werden, mit Christus, unter Christus herrschen werden auf dieser Erde. Regieren werden auf dieser Erde, nicht im Himmel. Nirgendwo wird davon gesprochen, dass die Auferweckten, die in Christus gestorben sind,
in den Himmel eingehen würden. Schauen Sie, Christus kommt auf diese Erde. Er bringt um sozusagen den Himmel auf diese Erde. Wie er ursprünglich auch das Paradies hier auf dieser Erde erschaffen hat. Letztendlich wird sogar Gott der Vater aus dem Himmel auf diese Erde kommen. Und so lesen wir hier, sie setzen sich auf diese Throne, die ihnen gegeben wurden, und die würden dann das Gericht halten. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren. Schauen Sie, es geht um Seelen, die enthauptet waren. Es geht hier um Menschen, die getötet worden waren. Wir lesen nicht, dass die Seelen jetzt im Himmel sind. Die waren enthauptet. Ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren, um des Zeugnisses von Jesus und um des Wortes Gottes willen. Es geht hier um jemanden, der vielleicht heute lebt. Der wird verfolgt werden. Und es gibt natürlich auch viele Christen heute, die in Ländern leben, wo das Christentum gar nicht akzeptiert wird. Es heißt, die wurden um des Wortes Gottes willen getötet. Die standen für das Wort Gottes ein, wurden deshalb getötet. Das bedeutet, das Wort Gottes musste nach wie vor existieren. Die mussten es nach wie vor kennen, damit sie für das Wort eintreten konnten. Und so heißt es hier, und die nicht angebetet hatten das Bild oder das Tier, eine zukünftige politische, militärische Führerposition wird hier angesprochen und Persönlichkeit, und sein Bild, und die sein Zeichen nicht angenommen hatten an ihre Stirn, an ihre Hand. Auch das ist eine Predigt für sich, wer hier das Tier ist und wer dieser falsche Prophet ist, der in dem Buch der Offenbarung beschrieben ist und was mit dem Bild gemeint ist und mit dem Malzeichen des Tieres. Aber der Punkt, auf den ich hier heute eingehen will, ist, die hatten das alles nicht angenommen. Das war ja eine falsche Religion, die da verkündigt werden würde. Die wurden lebendig. Wer wurde lebendig? Die Seelen, die enthauptet waren, wurden wieder lebendig. Die waren tot. Die wurden wieder lebendig. Und regierten mit Christus 1000 Jahre. Und dann wird gesagt, die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet wurden. Die werden also auch wieder lebendig werden. Diejenigen, die nicht in Christus gestorben sind, die nicht im Zeitpunkt seiner Wiederkehr lebendig werden würden, die werden später lebendig werden. Und auch für die wird es so sein, als ob sie gerade eingeschlafen sind und dann wieder auferweckt werden, denn sie haben ja kein Bewusstsein während der Zeit ihres Todesschlafs. Und Christus sagt hier, dies ist die erste Auferstehung. Also diejenigen, die im Zeitpunkt der Wiederkunft Christi lebendig werden, die werden in der ersten Auferstehung sein. Wenn von der ersten Auferstehung gesprochen wird, muss es auf notwendigerweise dann zumindest noch eine zweite Auferstehung geben. Sonst würde der Ausdruck erste Auferstehung ja gar keinen Sinn machen. Und die Bibel zeigt in der Tat, dass es sogar 3 Auferstehungen geben wird. Aber auch das ein Thema für eine weitere Predigt. Auf den Punkt, den ich hier eingehen will, ist der. Das Wort Gottes wurde bewahrt sogar bis hin in die Endzeit. Und bevor ich jetzt weiter auf diese interessante Frage eingehen will, und das werde ich dann in der nächsten Predigt tun, möchte ich noch einmal jetzt zurückgehen und Ihnen noch ein paar weitere Stellen vorlesen, die zeigen, wie Jesus Christus die Schriften des Alten Testamentes als verbindlich, als autoritär, als heilig angesehen hat. Um zu zeigen, dass sowohl die Schrift des Alten Testamentes, als auch die Schrift des Neuen Testamentes Gottes Wort ist. Und ich werde in der nächsten Predigt dann Ihnen zeigen, wer dafür verantwortlich war, dass wir heute überhaupt das Neue Testament haben. Nun, letztendlich war es Gott. Aber Gott hat Menschen dazu benutzt, um diesen Kanon, von dem wir sprechen, herzustellen. Und Sie werden vielleicht überrascht sein, wenn Sie hören, was in Wirklichkeit geschehen ist, denn viele haben da eine total falsche Vorstellung, von dem wir überhaupt die Schriften des Neuen Testamentes kanonisiert worden sind. Aber das in der nächsten Predigt. Heute möchte ich jetzt ein paar weitere Stellen noch vorlesen, und zwar aus der Guten Nachricht, die diese Stellen sehr schön übersetzt. Und zwar angefangen in Matthäus Kapitel 1. Und ich lese jetzt ausschließlich Stellen aus dem Matthäus-Evangelium. Um Ihnen einmal zu zeigen, wie Matthäus seinen Bericht verfasst hat und wie er immer und immer wieder auf die Schriften des Alten Testamentes zurückgegriffen hat, um zu beweisen, dass Jesus der Christus war. Christus hatte ja seinen Jüngern gesagt und gezeigt, und zwar aus den Schriften des Alten Testamentes, dass er der Messias war. Die Juden heute, leider, akzeptieren das keineswegs. Sie verstehen keineswegs, dass Jesus Christus der Gott des Alten Testamentes war.
dass er derjenige war, der prophezeit worden war, dass er kommen würde, um den Menschen heil zu bringen. Aber die gute Nachricht ist, dass auch die Juden eines Tages dies begreifen werden. Einige, wenige haben dies bereits begriffen, die meisten heute nicht, wie auch die meisten Christen heute nicht unbedingt das glauben, was Christus gesagt hat. Und sie wenden sich dann an vieles, was ihnen so von anderen Menschen beigebracht worden ist, ohne überhaupt zu wissen, was die Bibel wirklich lehrt. In Matthäus Kapitel 1, die Verse 22 bis 23. Dies geschah, es geht hier um die Geburt Jesu, die Ankündigung der Geburt Jesu. Dies geschah, damit in Erfüllung ging, was Gott, schauen Sie, Gott durch den Propheten vorausgesagt hatte. Und er zitiert dann hier eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja. Aber nach Matthäus war es Gott, der Jesaja inspiriert hatte, dies niederzuschreiben. Und die Stelle ist, die Jungfrau wird einen Sohn zur Welt bringen, der Immanuel heißen soll. Dieser Name bedeutet, Gott ist mit uns. Schauen Sie, das stand im Alten Testament. Im Alten Testament stand, dass eine Jungfrau einen Menschen gebären wird, dessen Name Immanuel sein würde, Gott mit uns. Wenn Christus das nicht erfüllt hat, dann steht diese Erfüllung noch aus. Aber Christus hat es erfüllt. Eine Prophezeiung des Alten Testamentes, da hat Christus nichts dazugekonnt. Schauen Sie, in dem Sinne, wenn man das menschlich sehen wollte, Christus konnte ja nicht diese Stelle selbst in Erfüllung bringen. Aber sie wurde erfüllt, weil Gott der Vater diese Stelle inspiriert hatte und weil er dann zusah, dass Maria schwanger wurde durch den Heiligen Geist, damit diese Stelle erfüllt werden könnte. Schauen wir nun uns Kapitel 2 an, die Verse 4 bis 6. Da fragte Herodes diejenigen, die aus dem Osten kamen. Oder zunächst einmal fragt er die Priester, wo soll der versprochene König geboren werden? Denn man hatte jetzt gehört, dass da ein neugeborener König existieren sollte. Und die antworteten, in der Stadt Bethlehem in Judäa. Wieso wussten die das? Nun, denn so hat der Prophet geschrieben. Und jetzt zitieren sie wiederum eine Stelle aus dem Alten Testament. Du, Bethlehem im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste Stadt in Judäa. Denn aus dir soll der Mann kommen, der mein Volk Israel führen wird. Eine Stelle im Alten Testament, im Buche Micha, die das deutlich macht. Christus hat diese Stelle erfüllt. Sonst wurde diese Stelle von niemandem erfüllt. Schauen wir uns die Verse 17 und 18 an. Die heilige Familie, wie es heißt, also Maria und Josef und Jesus, die zogen nach Ägypten, als sie hörten, dass sie verfolgt werden würden von Herodes. Die wurden jetzt gewarnt durch einen Engel im Traum. Und es heißt dann, so traf ein, was Gott durch den Propheten vorausgesagt hatte. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Die gingen nach Ägypten. Wussten die, dass sie nach Ägypten gehen mussten, weil sie die alten Schriften des Alten Testamentes kannten? Höchstwahrscheinlich noch nicht in dem Zeitpunkt. Gott sah zu, dass dies erfüllt werden würde. Er inspirierte sie, nach Ägypten zu gehen, damit diese Stelle erfüllt werden könnte, dass er aus Ägypten dann seinen Sohn wieder herausrufen würde, zurückbringen würde nach Israel. Lesen wir über den Kindermord, den Herodes brachte, nachdem er erfahren hatte, dass Jesus Christus geboren war. Die Weisen aus dem Morgenlande kamen nicht zu ihm zurück. Und jetzt hat er geboten, alle Kinder, also die männlich waren, bis zu 2 Jahren zu töten. Schauen Sie, was hier steht in Matthäus Kapitel 2, Vers 17. So traf ein, was der Prophet Jeremia vorausgesagt hatte. In Rama hört man Klagerufe, lautes Weinen und Wehgeschrei. Rachel klagt um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind alle tot. Auch hier wiederum eine Stelle des Alten Testamentes, die ihre Erfüllung fand im Kindermord zu Jerusalem durch Herodes. Schauen wir uns jetzt Kapitel 3 an und Vers 3. Jetzt tritt Johannes der Täufer auf. Wieso trat er auf? War das prophezeit? In Johannes Kapitel 3 und Vers 3, von diesem Johannes hatte schon der Prophet Jesaja gesprochen. Zitat, in der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, baut ihm eine gute Straße. Genau das, was dann Johannes der Täufer tun würde, der den Weg bereitete für Jesu Christi erstes Kommen. Lesen wir in Kapitel 4, die Verse 4 bis 10 zunächst einmal. Hier wird von der berühmten Versuchung Jesu durch den Teufel gesprochen.
als Jesus Christus in der Wüste war für 40 Tage und 40 Nächte nach seiner Taufe, als er dann von dem Teufel versucht wurde. Schauen Sie, wie diese Versuchung sich abgespielt hat. Da heißt es, nachdem Christus gefastet hatte, da war er sehr hungrig. Vers 3, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Und Jesus antwortete, wie antwortete er dem Teufel? Jesus antwortete, in den Heiligen Schriften steht. Und jetzt zitiert er das Alte Testament. Das Alte Testament in den Worten Jesu Christi, Bestandteil der Heiligen Schriften. Nicht nur vom Brot kann der Mensch leben, sondern auch von jedem Wort, das Gott spricht. Und jetzt fängt der Teufel an, die Bibel zu zitieren. Aber er zitiert sie natürlich aus dem Zusammenhang, wie heute viele falsche Prediger Stellen aus der Bibel herausreißen, aus dem Zusammenhang herausreißen, um ihre Lehre zu verkünden. Das tat der Teufel hier auch, Christus gegenüber. Vers 8, daraufhin führte der Teufel Jesus nach Jerusalem, brachte ihn zur höchsten Stelle des Tempels und sagte, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann spring doch hinab. Denn in den Heiligen Schriften steht, und jetzt zitiert er auch eine Schrift aus dem Alten Testament, Gott wird seinen Engeln befehlen, dich auf Händen zu tragen, damit du dich nicht an keinem Stein verletzt. Aber schauen Sie, es geht hier nicht um mutwillige Versuchung Gottes. Und so sagt Christus auch in Vers 7, Jesus antwortete, aber es heißt dort auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Also er zitiert jetzt das Alte Testament in richtiger Weise, um dem Teufel zu zeigen, was wirklich gemeint ist. Nun, der Teufel gibt sie leicht nicht auf. So heißt es in Vers 8. Zuletzt führt der Teufel Jesus auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt in ihrer Größe und Schönheit und sagte, achten Sie darauf, was der Teufel hier sagt. Er zeigt ihm alle Reiche der Welt, alle Königreiche der Welt. Er sagt, dies alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Andere Stellen sagen hier auch noch, das alles ist mir übergeben. Und ich will es dir geben, wenn du mich anbetest. Jesus hat das nicht hinterfragt. Er hat nicht gesagt, wie, du kannst mir das nicht geben, das gehört dir nicht. Die Bibel lehrt uns, meine Damen und Herren, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass heute die Welt vom Teufel beherrscht wird. In der Offenbarung heißt es, der Teufel hat die ganze Welt verführt. Wenn er die ganze Welt verführt hat, dann achten Sie darauf, dass Sie nicht meinen, Sie seien nicht verführt. Der Teufel sagt, ich will dir das alles geben, wenn du mich anbetest. Schauen Sie, wie Christus auf diese Herausforderung reagiert. Jesus antwortete, Vers 10, weg mit dir, Satan! In den Heiligen Schriften heißt es, und jetzt zitiert er wiederum das Alte Testament, wirf dich vor dem Herrn, deinem Gott, nieder und bete ihn an und sonst niemand. Christus sagt uns deutlich, wir sollen lediglich Gott anbeten, sonst niemand. Wer sich vor Statuen niederwirft, egal was das für Statuen sein mögen, und die dann anbetet, widerspricht dem durch sein Tun, was Christus hier uns klar und deutlich sagt. Aber er zitiert die Schriften des Alten Testamentes und er sagt, dass diese Schriften heilige Schriften sind, von Gott eingegeben, von Gott inspiriert. In Kapitel, oder lesen wir weiter im gleichen Kapitel, in Vers 14. Er wird hier geschildert, dass er in das Land von Nazareth geht und dann in andere Städte, um das Evangelium zu verkündigen. Dies geschah, Vers 14, damit die Voraussage des Propheten Jesaja in Erfüllung ging. Vers 15, du Land von Sebulon und Naphtali, an der Straße zum Meer und jenseits des Jordans, du Galiläa, der gottfernen Völker, die Menschen, die im Dunkeln leben, werden ein großes Licht sehen. Für die, die im finsteren Land des Todes wohnen, wird das Licht aufleuchten. Eine Beschreibung, eine Prophezeiung auf Christus, das Licht dieser Welt, der kam, um auch diesen Menschen das wahre Evangelium zu predigen. Und so gibt es weitaus noch mehr Stellen. Ich kann jetzt nicht unbedingt alle die Stellen hier im Buch Matthäus lesen, die uns beschreiben, wie das Alte Testament direkt auf Christus und auf das, was er tat, hinweisen. Nur noch ein paar Beispiele im 8. Kapitel. Matthäus Kapitel 8 und Vers 17, eine sehr wichtige Stelle.
Hier geht es nämlich darum, dass viele Kranke zu Christus kamen und von ihm geheilt werden wollten. Und wir lesen, dass Christus die Kranken heilte. Wir lesen auch, dass Christus Dämonen austrieb. Die meisten Menschen heute, selbst Christen, glauben nicht mehr an Dämonen. Oder die, die an Dämonen glauben, haben ein total falsches Verhältnis und Verständnis ihnen gegenüber. Und meinen, dass man durch lateinische Ausdrücke, die keiner so recht versteht, Dämonen austreiben kann. Davon ist keineswegs die Rede. Aber die kamen zu Christus. Und Christus heilte sie. Schauen Sie, was hier gesagt wird in Matthäus Kapitel 8 und Vers 17. Damit traf ein, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Also selbst das war prophezeit worden. Er hat unsere Krankheiten und Leiden von uns genommen. Wodurch? Nicht nur durch seinen Opfertod, denn er ist ja am Kreuz gestorben, sondern er wurde auch gegeißelt, er wurde in unglaublicher Weise verletzt und geschlagen und geschunden. Und durch diese Hiebe, die er erlangt hat, heißt es, sind wir geheilt worden. Gott heilt auch heute noch, wenn jemand krank ist, wenn jemand sein Vertrauen auf Gott setzt, auf Jesus Christus setzt, wenn jemand glaubt, dass Gott heilen kann und heilen wird. Nun, es ist alles abhängig von Gottes Willen, wann dies geschieht. Aber wir müssen den Glauben haben, dass Gott dies nach wie vor tun kann und tun will. Im Alten Testament offenbart er sich als der Gott, der uns heilt. Und hier hat Jesus Christus gezeigt, dass dies nach wie vor ein verbindliches Versprechen ist. Schauen wir uns Kapitel 9 an, Vers 13. Matthäus 9, Vers 13. Er spricht hier zu den Pharisäern, die ihn verurteilten für das, was er tat. Und so sagte er hier, denkt einmal darüber nach, was es bedeutet, wenn Gott sagt, auch hier wiederum wird das Alte Testament zitiert, ich will nicht, dass ihr mir Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Schauen Sie, das Opfersystem des Alten Testaments war hier nur vorübergehend. Es diente lediglich dazu, den Menschen zu zeigen, dass sie gesündigt hatten. Es diente als eine Erinnerung an die Sünden. Die konnten keine Sünden vergeben. Gott ging es nicht darum, jetzt Opfer zu bringen. Gott ging es darum, dass man zunächst einmal erst gar nicht sündigte. Und wenn man nicht barmherzig ist, wie Christus hier sagt, dann sündigt man. Und so sagt er hier, indem er das Alte Testament zitiert. Ja, Gott hat im Alten Testament bereits gesagt, ich will nicht, dass ihr mir Opfer bringt. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Kapitel 9 und Vers 13. Ah, das hatten wir gerade gelesen. Dann lesen wir jetzt Kapitel 11 und Vers 10. Kapitel 11 und Vers 10. Auch hier wiederum wird von Johannes dem Täufer gesprochen. Das heißt, Johannes ist der, von dem es in den Heiligen Schriften heißt, hier ist mein Bote, sagt Gott, ich sende ihn vor dir her, damit er den Weg für dich frei macht. Das hatten wir bereits vorher schon in einer anderen Stelle gelesen in Matthäus, aber hier wird es noch einmal wiederholt. Aber eine Stelle, die ich auch noch lesen möchte, ist im 10. Kapitel. In Vers 32. Da sagt er, wer vor den Menschen zu mir hält, für den will ich vor meinem Vater im Himmel auch eintreten. Nun, wie verhalten wir uns anderen Menschen gegenüber, indem wir uns zu Christus halten? Indem, dass wir sein Wort befolgen. Indem, dass wir tun, was er uns sagt. Und Christus sagt, wenn er das tut, wenn ihr für mich einsteht, dann werde ich auch für euch einstehen im Himmel, meinem Vater gegenüber. Aber schauen Sie auch, was er uns auch sagt. In Vers 33, wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will. Ach, Sabbat, ja, den braucht man heute nicht mehr zu halten. Man hat ja nur Anstoß anderen gegenüber. Ja, was ist daran verkehrt, wenn man sich so von einem Götzen mal so ein bisschen niederwirft, wenn man einen Gottesdienst abhält mit Andersgläubigen und, und. Er sagt, wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will, für den kann ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht einstehen. Eine sehr ernste Warnung, die er uns hier gibt. Ich nehme noch ein paar Minuten hier zum Anlass, um noch ein paar weitere Stellen aus dem Matthäusevangelium in der Guten Nachricht zu lesen. Zum Beispiel in Kapitel 12. Da lesen wir in Vers 17. Matthäus Kapitel 12 und Vers 17. Damit sollte eintreffen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Und hier wird wiederum eine Prophezeiung gegeben, auf Christus, im Alten Testament. Dies ist mein Diener, den ich mir ausgesucht habe, sagt Gott.
Ich liebe ihn und freue mich über ihn. Ich will ihm meinen Geist geben und er wird den Völkern verkünden, dass ich sie richten werde. Er wird nicht streiten oder schreien oder auf den Straßen laute Reden halten. Und wie viele heute tun dies? Christus hat dies nie getan. Und so sollten seine wahren Diener dies auch nicht tun. Er wird ein umgeknicktes Schilfrohr nicht vollends abbrechen. Hier zeigt sich seine Barmherzigkeit. Und eine glimmende Lampe nicht auslöschen. Er wird nicht müde werden, bis er dem Recht zum Sieg verholfen hat. Wie wird er das tun? Wann wird er das tun? Im Reich Gottes. Wenn er kommen wird, das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Die Regierung Gottes über alle Völker. Und so heißt es dann in Vers 21, und alle Völker werden ihre Hoffnung auf ihn setzen. Das ist heute keineswegs der Fall. Aber es wird soweit kommen. Und Christus begann, diese Prophezeiung dadurch zu erfüllen, dass er als Mensch kam, um für uns zu sterben. Und er wird diese Prophezeiung weiter erfüllen, indem er zurückkommt auf diese Erde als Gott. Mit der Herrlichkeit und der Kraft Gottes, um die Regierung Gottes hier auf Erden zu errichten. Und eine letzte Stelle, die ich hier kurz anführen möchte, ist in Matthäus Kapitel 12 und in Vers 40. Denn auch dies ist eine sehr wichtige Stelle, die auch sehr viel darüber zum Ausdruck bringt, woran wir glauben sollten. Schauen Sie, die Pharisäer, die kamen, die fragten Jesus nach einem Zeichen, dass er wirklich Gottes Sohn sei. Er sagt ihr, die sagten ja, was für ein Zeichen, was für einen Beweis hast du denn? Schauen Sie den Beweis, den er hier gibt. Und schauen Sie, worauf er sich hier beruft. Er sagt in Vers 40, so wie Jona, nun von dem Jona, da haben Sie ja gehört, nicht? Das war der Jona, der sich widerspenstig erwies zunächst einmal, der nach Assyrien gehen sollte, nach Nineveh, um denen zu sagen, dass sie einem Untergang entgegen sahen. Und dann haben sie natürlich bereut nachher. Und sie sind nicht untergegangen zu dem damaligen Zeitpunkt. Aber der Jona, der ist zunächst einmal weggerannt, weggelaufen. Er wollte den Auftrag nicht erfüllen. Und dann ist er ins Meer gestürzt worden von den Seeleuten. Und ein großer Wind kam. Und dann kam ein Seeungeheuer, wie uns das Buch Jona berichtet, und hat Jona verschlungen. Und nach 3 Tagen und 3 Nächten wieder lebend an den Strand ausgespähen und dann ging Jona nach Nineveh. Nun, die meisten Menschen heute, die lehnen das total ab. Die sagen ja, das ist lediglich eine Legende. Das ist ja wirklich so nie passiert. Schauen Sie, was Christus sagt. Schauen Sie, was er sagt. Hat er das auch nicht geglaubt? Oder hat er das geglaubt? Er sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Seeungeheuers war. Also das hat keineswegs nach Legende geklungen. Aber nicht nur das. Christus fährt fort, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Tiefe der Erde verborgen sein. Er wird 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Ein Tag besteht aus 24 Stunden. 3 Tage, 3 Nächte, mit anderen Worten 72 Stunden, wird er im Grab sein. Er sagte, das ist das einzige Zeichen, was ich den ungläubigen Pharisäern geben werde. Als nachher Christus auferstanden war, kam der Engel zu Maria und sagte, er ist auferstanden, wie er vorausgesagt hat. Nachdem er eben 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde war. Wenn Sie dem glauben wollen, was die Bibel sagt, können Sie unmöglich an eine Kreuzigung am Freitag und an eine Auferstehung am Sonntag glauben. Das machen keine 72 Stunden aus. 3 Tage, 3 Nächte. Wenn Sie aber dem glauben wollen, was Christus gesagt hat, dann verstehen Sie, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde und an einem Samstagabend kurz vor Sonnenuntergang auferweckt wurde, genau 72 Stunden nach seiner Kreuzigung. Auch hier wiederum stellt sich die Frage, wem wollen Sie glauben? Dem, was Christus gesagt hat oder dem, was Menschen sagen und lehren? Und dann fragen Sie sich ja, wie sind die überhaupt auf diese 72 Stunden oder vielmehr auf die Kreuzigung am Freitag und die Auferstehung am Sonntag gekommen? Und dann erfahren Sie, wenn Sie wirklich interessiert sind an der Wahrheit, dass es Sonnengötter gab, die die Heiden angebetet haben, die geglaubt haben, dass ihre Sonnengötter an einem Freitag gekreuzigt wurden und dann am Sonntagmorgen auferstanden sind. Sonnengötter wie die Götter Mithra und die Götter Attis und Adonis und Baal. Das ist gar kein Geheimnis, das können Sie ohne weiteres nachlesen. Und heute glaubt die Christenheit, dass man an einem Karfreitag der Kreuzigung und an einem Ostersonntag der Auferstehung Christi gedenken müsse. Etwas, was keineswegs dem entspricht, was die Bibel lehrt.
Aber wiederum, die Entscheidung, wem wir glauben wollen, liegt bei Ihnen. Und so möchte ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und werde dann in der dritten Folge näher noch auf die Kanonisierung des Neuen Testamentes eingehen und auch auf die Warnungen, die Gott uns sagt. Die Warnungen, nichts von dem wegzutun, was die Bibel lehrt, aber auch nichts hinzuzufügen zu dem, was die Bibel lehrt. Und diese Warnungen sind für uns heute ausgesprochen wichtig. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.